Ein Zahnimplantat in nur 5 Minuten setzen? Ist das möglich? Wir zeigen dir heute, wie ein einfaches Zahnimplantat in einer Live-OP, die ungeschnitten ist, gesetzt wird. Und ich kommentiere das Ganze natürlich wie immer live. Let's go! Ja, heute gibt es eine richtig spannende Folge, denn wir zeigen euch heute in einer Live-OP, wie ein einfaches Zahnimplantat eingesetzt wird. Und jetzt wirst du sagen, ja, wieso spannend? Ihr habt doch schon total viele OPs gezeigt und die waren doch auch deutlich schwieriger. Und da ging es aber, ja, da ging es ja meistens um spezielle Dinge. So, warum zeigt ihr jetzt eine total langweilige Implantation? Und der Grund ist folgender. Wir haben schon All-on-4 gezeigt, wir haben schon einen Sinuslift gezeigt, wir haben schon Knochenaufbaumaßnahmen gezeigt. Aber heute soll es einfach mal um den ganz normalen Standardfall gehen. Und was besonders spannend ist, die ganze OP hat gerade mal 4 Minuten und 50 Sekunden gedauert. Ohne dass wir vorspulen, ohne dass wir schneiden. Also ne, schneiden nicht im Sinne von Chirurgie, sondern die Szenen. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist ja eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, denn Implantologie kann auch total einfach sein und total easy. Und vor allem für die Leute, die Angst haben, die sehen, ey, das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist ja eigentlich total wenig schlimm. Das geht ja total easy. Ne? Und wir machen das jetzt so. Ich kommentiere die gesamte OP, also natürlich mit Fokus so auf die wichtigsten Schritte. Und wir können uns einfach wirklich auf die Basics fokussieren. Wir fokussieren uns einfach mal, wie läuft eine einfache Implantation ab? Wie ist die Schnittführung? Wie ist das mit den Bohrungen? Und ich würde sagen, ohne viel zu reden, ab zur Live-OP. Wir setzen ein einfaches Zahnimplantat ein. Viel Spaß! So, und es geht auch direkt los. Wie du siehst, haben wir eine Zahnlücke Regio 2-4, also der vierte Zahn von der Mitte aus. Und man startet mit einer sogenannten kristallen Schnittführung ohne Entlastung. Das bedeutet, man macht nur einen Schnitt auf dem Kieferkamm und man macht im Prinzip keinen Schnitt in das Vestibulum, also nach außen rein, sodass man später keine Narbe sieht. So, und dann wird mit einem sogenannten Respiratorium das Zahnfleisch abpräpariert, sowohl nach außen als auch nach innen zum Gaumen hin. Das muss gar nicht so viel sein. Man muss eigentlich nur genug vom Knochen sehen, damit man beurteilen kann, ob es Unterschnitte gibt und vor allem, ob einfach genug Knochen auch da ist, damit man später nicht mit dem Implantat irgendwo rauskommt. Und jetzt kommt auch schon die sogenannte Initialbohrung. Wie du gesehen hast, da war der Bohrer so ein bisschen zu kurz. Das heißt, ich muss hier nochmal eine Bohrerverlängerung einspannen, was ich hiermit jetzt gerade mache. Und jetzt findet diese Initialbohrung statt, die ist sehr, sehr wichtig, weil die legt natürlich dann auch die endgültige Position des Implantates fest. Und wie du siehst, muss man auch hier bei der Positionierung bzw. bei der Ausrichtung sehr, sehr genau sein, weil jede weitere Bohrung orientiert sich natürlich an dieser Initialbohrung. So, jetzt kommt die zweite Bohrung, die hat einen sogenannten Stopp. Das heißt, du siehst diesen kleinen weißen Ring und damit verhindert man, dass man zu lang bohrt oder zu tief bohrt. Das ist im Oberkiefer nicht ganz so kritisch. Im Unterkiefer kann zum Beispiel der Nerv im Unterkiefer verlaufen und da möchte man auf keinen Fall eine Verletzung des Nerven herbeiführen. Also nutzt man diese Stoppbohrer. Und jetzt siehst du, dass im Prinzip eigentlich immer nur sukzessive die Bohrung immer weiter erweitert wird. Das ist jetzt zum Beispiel ein 2,8 mm Bohrer und im Oberkiefer ist der Knochen auch meistens nicht so extrem hart. Das heißt, die Bohrungen gehen relativ schnell und tun auch überhaupt nicht weh. Das Einzige, was man währenddessen merkt, ist so ein bisschen Vibration und natürlich die Wasserkühlung. Also, dass es ein bisschen nach Kochsalz schmeckt. Und das ist jetzt schon eigentlich auch fast schon der Finalbohrer, der die finale Geometrie des Implantates festlegt. Der Bohrer ist immer so ein bisschen weniger groß als das spätere Implantat. Und mit dieser Sonde, die du gerade gesehen hast, haben wir nochmal ausgetestet, ob wir auch oben am Dach sozusagen nicht irgendwo in der Kieferhöhle gelandet sind, ob also quasi der Knochen an allen Stellen wirklich noch da ist. Weil wenn wir da eine sogenannte MAV haben, also eine Verbindung zur Kieferhöhle, hätte man dann weitere Maßnahmen ergreifen müssen. So, das war jetzt nochmal so eine Art Erweiterungsbohrer, der sozusagen im oberen Bereich nochmal ein bisschen den Knochen aufweitet. Und hier siehst du auch schon das Implantat. Man hat so einen kleinen Einbringer aus Kunststoff, sodass man das Implantat nicht berührt. Das ist ja steril und das möchte man auch nicht kontaminieren. Und
Die ersten paar Umdrehungen kann man damit schon ganz gut reindrehen und irgendwann grippt das dann. Und dann braucht man eine spezielle Einbringhilfe, die wird dann maschinell eingebracht und bis zum Anschlag entweder schlägt das Drehmoment an oder das Implantat ist schlichtweg unten. Und dann schaut man, dass das Implantat wirklich komplett von Knochen umgeben ist. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon die richtige Höhe erreicht. Und jetzt siehst du, da ist ein Innengewinde. Das muss natürlich geschützt werden, ansonsten wächst das Zahnfleisch da rein. Und das macht man mit einer sogenannten Deckschraube. Und diese Deckschraube, die wird später bei der Freilegung wieder entfernt. Und später kann man dann auf dem Implantat die fertige Krone verschrauben. So, und jetzt sitzt das Implantat auch schon final. Und jetzt wird im Prinzip eigentlich auch schon zugenäht. Das machen wir mit einer Dermalonnaht. Das ist eine monophile, ganz glatte Naht, die sich nicht auflöst. Der Vorteil dabei ist, dass ganz wenig Schmutz sich an diesen Faden nur anlagern kann. Es gibt natürlich auch Baumwollfäden oder geflochtene Fäden. Die benutzt man dann zum Beispiel beim Weisheitszahn entfernen. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig. Wir möchten keine Bakterien in der Wunde haben und daher ein glatter und nicht resorbierbarer Faden. Und dann siehst du, im Endeffekt adaptiert man wirklich nur noch die Wundränder wieder so, wie sie vorher einmal waren. Man hat auch damit überhaupt kein Problem, weil das Implantat baut ja kein Volumen auf, sondern ist ja im Knochen komplett verschwunden. Und dementsprechend kann man, wenn man schonend abpräpariert hat und keine ausladende Schnittführung gemacht hat, mit nur 3 bis 4 Fäden so eine Einzelzahnimplantatwunde komplett dicht vernähen. Ist für den Patienten total minimalinvasiv. Und ist dann später bei der Fädenentfernung natürlich auch total einfach. So, und das war eigentlich auch schon die einfache Einzelzahnimplantation. Ich hoffe, du fandest es spannend und wir sehen uns gleich wieder bei mir im Büro. So, das sah doch jetzt wirklich nicht besonders schlimm aus, oder? Ja, aber was mir besonders wichtig ist, ist, hast du weitere Fragen zu dieser OP? Und wenn ja, dann schreib das doch gerne mal in die Kommentare unten. Und vor allem, wenn du mehr über dieses spannende Thema Implantologie wissen willst, heute ging es ja so ein bisschen um die Basics, das heißt, viele von euch werden vielleicht dieses Video als allererstes mal sehen und vielleicht taucht ihr tiefer in den Kanal ein und merkt, wow, da gibt es ja noch richtig viel mehr rund um das Thema Implantologie, dann schau doch mal gerne in unsere Playlist zu den Spezialthemen. Eine davon blenden wir dir jetzt mal auf der rechten Seite ein. Da findest du zum Beispiel die Playlist zum Thema Implantologie. Ja, aber du kannst einfach ganz normal bei uns auf den Kanal gehen und du siehst Playlists zu allen Spezialthemen. Alles, was dich interessieren könnte. Wir haben eine Playlist zum Thema Live-OPs, wir haben eine Themenliste zum Thema Ästhetik, zum Thema Veneers. Und da kannst du dich wirklich austoben und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ganz liebe Grüße und wenn euch das Video gefällt, wie immer, teilen und liken. Bis dahin, euer Dr. Helker. Ciao.